Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem siebten Donner und Reusche TIAM Crypto Talk an diesem Morgen, den wir genannt haben, Carsten und Gäste. Und mein Name ist Frank Kuhn, ich bin aus dem Vermögensverwalter Hub von Donner Reusche. Das ist der Dienstleistungsknotenpunkt für die unabhängigen Vermögensverwalter in unserer Branche. Und begrüße an dieser Stelle vor allen Dingen auch Sie, unsere Gäste, unsere Stammgäste, aber eben auch immer wieder viele interessierte Neue, die dabei sind. Und ja, seien Sie herzlich willkommen und gespannt auf das, was wir heute hören. Ich begrüße unseren Gast, der mit den meisten oder mit vielleicht sogar allen Wassern gewaschen ist, der seine Laufbahn 1984 als Devisenhändler bei der Deutschen Bank in Hamburg und London begann. Er ist gelernter Bankfachwirt, wechselte 95 zu Hellerbach nach Frankfurt. 2002 bis 2017 war er Chefanalyst der Bremer Landesbank. Ich glaube, das hat am meisten geprägt. Da ist er auch sehr bekannt geworden. Und 2018 gründete er als ehemaliger Bremer Landesbank mit Landesbankkollegen eine Firma, die Solvecon. Also auch ein Stück weit aus Ihrer Zunft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute ist der Chefvolkswirt der Netfonds in Hamburg und zu Gast heute Volker Hellmeier, ein Finanzprofi par excellence. Guten Morgen, Hellmeier. Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die heutige Veranstaltung. Ja, sehr. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns eben genau darüber, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und ich will mal mit einem Zitat beginnen, das ich von Ihnen persönlich gehört habe. Sie haben einfach gesagt, Blockchain-Technologie ist nicht wegzudenken. Aber bei Kryptos, da bin ich ein bisschen skeptisch und schaue sehr genau hin. Und das ist genau auch das, was wir wollen in diesen Talks. Wir wollen sehr genau hinschauen. Und ebenso begrüße ich Carsten Mumm, unseren Chefvolkswirt. Er ist Ihnen bekannt aus sehr vielen Publikationen, aus Podcasts, aus insbesondere auch unseren Calls, die wir genannt haben, Märkte mit Mumm und Mut. Und wie so oft sage ich auch an dieser Stelle und in dieser Marktphase, dass wir eine Menge Mumm und Mut benötigen. Guten Morgen, Carsten. Herzlich willkommen auch dir in diesem Call. Hallo, guten Morgen. Auch von meiner Seite schönen guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich auch sehr, dass wir Herrn Hellmeier da heute dabei haben und mal wieder die Gelegenheit haben, uns über Kryptoassets im Detail und wirklich in der Tiefe auszutauschen. Am Markt passiert so viel. Ich glaube, es gibt wieder genug, was wir auf der Agenda haben. Ja, also bevor wir starten, ganz kurze Punkte noch zur Orga. Es gibt so diesen besagten Disclaimer, der muss einfach nochmal kurz benannt sein. Und der heißt, dass in diesen Talks keine Beratung erfolgt, keine Anlageberatung. Alles das, was wir hier tun, dient an sich dem Ursprungsgedanken, über Kryptoassets und Blockchain Wissenstransfer zu betreiben. Das ist die Idee und der sind wir sechsmal bereits gefolgt, heute zum siebten Mal. Und wer sich noch nicht online zugeschaltet hat, der kann das noch tun unter www.csnstart.de unter Eingabe der PIN 080-6, 080-629 und im Nachgang erhalten Sie alle diesen Mitschnitt aus dieser Konferenz und auch entsprechende Hinweise auf Literatur oder ähnliche Themen, die sich hier ergeben, werden wir Ihnen mitsenden. Fragen stellen Sie bitte in unseren Chat. Die lesen sogar drei Moderatoren, also schreiben Sie drauf los, gerne auch kritisches Hinterfragen. Daran liegt uns sehr. Wir werden versuchen, auf die eine oder andere Frage in diesem Call einzugehen. Zu Beginn noch zwei, drei Marktziffern. Wir haben den Bitcoin-Block 744.028 gestern Abend um 20.17 Uhr. Wir haben eine Stückzahl von 19.090.000 Bitcoins im Moment geschürft. Das sind 91% plus X der gesamten 21 Millionen Bitcoins. Also doch schon eine ganze Menge. Nur bis der letzte geschürft wird, dauert es bis zum Jahr 2147. Warum das so ist, nicht an dieser Stelle. Ja. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Eckpfeiler benennen, was Sie heute erwartet. Wir gehen über Regulierung, wir kommen zur Einwertung von Blockchain-Technologie und Kryptoassets, wir werden uns über Tokenisierung unterhalten, auch das Thema Zahlungssysteme kurz anreißen. Wir werden uns darüber unterhalten, wie die Notenbanken mit dem Thema ein Stück weit umgehen. Und wir wollen auch hinterfragen, wie das ist, ob ein Bitcoin ein stabiler Wertspeicher deswegen sein darf oder kann, weil es Proof of Work gibt, also ein sehr teures und aufwendiges Sicherungssystem. Wir starten durch. Herr Hellmeier, die
Finanzwelt verändert sich in erheblichen Schritten. Ich habe gestern auf einer Konferenz gesehen, dass sich Versace-Anzüge sehr nett mit gehypten NFT-tokenisierten Sneakers tarnen und die Welt, so wie Sie heute eine Krawatte tragen, schon meistens, so wie Carsten sich, keine mehr tragen. Also es tut sich unheimlich viel. Die Leute hängen ihre Bilder mittlerweile digital an die Wand oder ja auch geschreddert. Ich erinnere an eine Kunstauktion von langer Zeit. Und Besitzerinnen müssen daran denken, dass sie die Private Keys nicht vergessen, wenn sie ihre Kunstwerke an die Wand hängen. Herr Hellmeier, wann sind Sie das erste Mal konfrontiert worden mit dem Thema ja, Kryptoassets, Blockchain in einer tieferen Diskussion? Nicht so wie, was hältst du davon? Aber ja, erzählen Sie uns doch mal so ein Stück weit Ihren Eindruck und Ihre Erfahrung. Also es ist ein Jahr zurück, danach Bitcoin noch bei $250 und da bin ich von einem MTV-Moderator angesprochen worden, mit dem ich sehr gut bekannt bin, und er sagte, Volker, nimm dir einfach mal 2.500 Euro und kauf oder $2.500 und leg dir 10 Bitcoins. Und da ich dann konservativer hanseatischer Kaufmann war, habe ich mich damit seinerzeit dann beschäftigt und kam aber zu dem fälschlichen Urteil, dass das Potenzial doch eher begrenzt sei. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich der größte Fehler meines Lebens ist. Aber seitdem verfolge ich das Ganze. Ich habe dann nochmal einen weiteren Kontakt gehabt in meiner Zeit bei Solvecon, wo wir, Bremer Landesbank war das im Fondsmanagement, wo wir tatsächlich auch erfolgreich Bitcoin long waren, mit einer Silber-Schauberrand-Position. Es gibt ja andere Fondsanbieter, die das durchaus aggressiver gemacht haben seinerzeit. Ja. Also insofern gab es immer wieder diese Berührungspunkte und das setzte sich im Zeitverlauf eben auch mit der Akzeptanz, die es mittlerweile gegeben hat, auch auf Staatsebene, denke ich an San Salvador, nur als ein Beispiel, hat sich das natürlich dann weiter intensiviert. Ja, Akzeptanz ist ein ganz entscheidender Schlüssel und der soll uns an sich auch zu der nächsten Thematik führen, dass wir ganz am Anfang mal jetzt, weil wir in der Vergangenheit einige Tokens haben, so ganz lax ausgedrückt, Baden haben gehen sehen, und diese Tokens, die sind damit verknüpft gewesen, dass viele Investoren auch Milliarden oder einfach insgesamt gesehen sind 10 Milliarden allein bei Three Arrows verloren gegangen, bei Terra Luna nochmal genauso viel. Das ist ein unsägliches Thema und das bedarf eben immer weiter der Regulierung. Hier würde ich Carsten mal so kurz den Vorschub geben, um einfach nochmal kurz was zum Stand der Regulierung zu sagen. Mika ist das Schlüsselthema und die aktuelle Situation. Genau, übernehme ich sehr gern. Ich glaube, vielleicht einen kleinen Schwenk vorweg nochmal. Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass wir hier mit einer ganz, ganz jungen Asset-Klasse zu tun haben, einer ganz, ganz jungen technologischen Entwicklung auch. Und da war es schon immer so, dass einfach das natürlich am Anfang der Entwicklung, von so einer evolutorischen Entwicklung, wie ich das immer bezeichne, natürlich ganz, ganz viele Zielblüten und auch Fehlwege prägt. Und das ist auch das, was wir jetzt natürlich gerade so im ersten Halbjahr gesehen haben. Also nicht nur den Krypto-Crash, einen massiven Einbruch der Kurse, sondern eben auch die Dinge, die Frank eben schon kurz angesprochen hat, mit Stablecoin, Terra Luna, der zusammengebrochen ist, der eben sein Versprechen nicht eingehalten hat oder einhalten konnte, ein großer Hedgefonds, der pleite gegangen ist, was auch insgesamt 10 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Das war eben der von Frank angesprochene Three Arrows. Und das führt natürlich alles dazu, dass das Vertrauen in diese Asset-Klasse nicht gerade steigt. Und deswegen ist unsere Meinung ja auch die, dass wir dringend Regulierung brauchen. Ganz wichtig ist aber natürlich die Frage, wie weit geht diese Regulierung? Also um das etwas überspitzt vielleicht auszudrücken, was wir natürlich nicht gebrauchen können, ist eine Todregulierung. Dass man also diese Evolution hier nicht weiterleben kann, vor allen Dingen in Europa, und einfach sich von dieser technologischen Neuerung ein Stück weit abschneidet. Genau dazu gab es ja auch in den letzten Monaten hochkochende Diskussionen, nämlich rund um das Stichwort, was eben angesprochen wurde, schon die MiCA-Richtlinie, Markets in Crypto Assets. Und da gibt es tatsächlich jetzt eine ganz neue Entwicklung. Da wurde Ende Juni noch eine vorläufige Einigung von Parlament, Rat und Kommission erzielt. Konkret hat also das EU-Parlament sich für diese EU-weite Regulierung ausgesprochen, für einen Rahmen. Und wesentliche Kennzeichen oder wesentliche Aspekte, die im Vorwege diskutiert wurden und die jetzt auch drin sind, sind zum einen, die können wir vielleicht hier ganz kurz nennen, dass es kein sogenanntes Bitcoin-Verbot gibt mit dieser MiCA-Richtlinie in Europa. Das war mal ein Thema, das ist wie gesagt auch heiß diskutiert worden, wobei es gar nicht darum ging, Bitcoin zu verbieten, sondern
eben diesen Konsensmechanismus Proof of Work, also die Technologie im Hintergrund von Bitcoin, die eben für diesen sehr, sehr großen Energieverbrauch verantwortlich ist. Aber es gibt also kein Verbot von Proof of Work Dienstleistungen in der EU und damit eben auch kein, so wie man das kurz immer bezeichnet hat, Bitcoin-Verbot. Was ist tatsächlich reguliert worden oder aufgenommen worden? Kryptoassets müssen zukünftig idealerweise im White Paper, also in dem zugrunde liegenden Gebrauchsanweisung sozusagen, Funktionsbeschreibung, Stellung dazu nehmen, wie Umwelt- und Klimaauswirkungen sind. Bei den Kryptoassets, wo das nicht funktioniert, Bitcoin beispielsweise, weil das White Paper ja nicht veränderbar ist, das ist einmal in 2008 erstellt worden. Das kann man im Nachhinein nicht ändern. Da gibt es eben Ausnahmen. Ansonsten müssen Kryptoassets aber zur Umwelt- und Klimaauswirkungen Stellung nehmen. Dann gibt es natürlich einen Aspekt zu den eben schon angesprochenen Stablecoins, also sprich Kryptoassets, die 1:1 durch andere Underlyings gedeckt sind. Im Normalfall sind das US-Dollar beispielsweise. Dass also diese Stablecoins, wenn sie in der EU gehandhabt werden sollen, tatsächlich auch diese Deckung brauchen, damit, wenn Anleger also Stablecoins zurückgeben, die Deckung zurückhaben wollen, Dollar beispielsweise, dass das bedient werden kann, um eben so einen Unfall wie bei Terra Luna zu vermeiden. Und ein wesentlicher Aspekt, der eben noch mit aufgenommen wurde in diese MiCA-Richtlinie, ist, dass Kryptobörsen zukünftig Transaktionen melden müssen, wenn sie 1.000 Euro übersteigen. Und wenn es also Transaktionen sind von sogenannten unhosted Wallets, das sind also Kryptoasset-Bestände auf USB-Sticks beispielsweise, auf Hardware. Cold Wallets, genau, vielen Dank. Wenn die an die Kryptobörsen gegeben werden, dann gibt es eben Legitimationspflichten, dann muss festgestellt werden, von wem kommen tatsächlich diese Assets. Und das ist also ein wesentlicher Aspekt, der noch geregelt wurde. Auch da gab es einen relativ großen Aufschrei in der Kryptobranche. Viele sehen das als zu strikt an. Ich glaube, wenn man das am Ende bewerten möchte, dann kann man sagen, wir haben tatsächlich jetzt, und das als erste Region weltweit in Europa, einmal diesen Rechtsrahmen. Der Kryptomarkt wird damit rechtssicher. Da muss man nicht mit jedem Detail einverstanden sein. Das wird sicherlich auch noch leben und sich verändern in den nächsten Jahren. Aber erstmal ist es eine gute Grundlage, um dieses verloren gegangene Vertrauen wiederherzustellen. Und ganz bemerkenswert zum Schluss vielleicht noch ein Aspekt, der französische Wirtschaftsminister Le Maire hat das Ganze so recht euphorisch beschrieben, hat gesagt, es ist das Ende des wilden Westens in der Kryptoindustrie, aber die EU will innovationsfreundlich und attraktiv bleiben, also möchte eben diese Technologie nicht verlieren. Also der Begriff wilder Westen ist schon auch sehr, finde ich, despektierlich, weil es kein wilder Westen ist, sondern die Menschen nutzen ihre Freiheiten und die ist durch Nichtregulierung einfach, ja, der ist einfach Tür und Tor geöffnet. Herr Hellmeyer, Sie sind so lange im Markt und sind mit so vielen Regulierungen auch konfrontiert gewesen. Wie schätzen Sie das ein, so rein aus marktwirtschaftlicher Sicht? Ist das zu eng jetzt schon oder ist das auf dem richtigen Weg? Was ist Ihre Meinung? Also es ist etwas, was man erwarten durfte, wenn wir einmal die Gesamtverbraucherschutzrichtlinien für den Finanzsektor sehen und für die Finanzprodukte, die umgesetzt worden sind, dann war das, was hier im Bereich der Kryptoanlagen möglich war, eben ein klarer Widerspruch zu den Ansprüchen, die man sich innerhalb eines Finanzsystems stellt. Von daher bin ich ganz klar bei Carsten Mom, das war zu erwarten und es ist gut, dass eine Rechtsbasis ankommt. Und mein Eindruck ist, dass eins wichtig ist für die Zentralbanken, Terrorismusbekämpfung, Geldwäsche, etc., PT, Steuerthemen, dass die Anonymisierung, die ein wesentliches Bepreisungsmerkmal übrigens der Kryptoanlagen der Waren in der Vergangenheit insbesondere, dass diese Themen jetzt regulativ angegangen werden und damit die Anonymisierung in weiten Teilen aufgehoben ist, auf jeden Fall die Nachverfolgbarkeit für Aufsichtsbehörden und den Staat ist damit erschließt. Für mich ist in diesem Kontext, also wie gesagt, keine Überraschung da, sondern eigentlich legen wir jetzt den Sektor dort ein, wo auch andere Finanzprodukte sind. Und für mich ist es keine Überregulierung, aber Fakt ist, dass diese Regulierung natürlich einen bestimmten Grad an Attraktivität, die es bisher unregulierten Marktes genommen hat. Und für mich steht das in einem Kontext auch eben zu der Neubewertung dieser Assetklassen, die jetzt auf einem ermäßigten Niveau sind und hier Stabilisierungstendenzen haben. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch etwas sagen. Staatlichkeit und Regulierung ist immer ein Machtinstrument.
Wie es macht denn Herr Helmer, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Wir haben in der Tat zwar vorher gecheckt, da war der Ton okay, aber jetzt ist der sehr brüchig. Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Telefon vielleicht direkt ans Ohr zu nehmen und den Lautsprecher sozusagen auszuschalten? Mal sehen, ob. Ist zwar nicht ganz angenehm, dauernd. Das können wir machen, gerne. So ist es so besser. So ist es auf jeden Fall erstmal besser. Vielen Dank. Ja. Wunderbar, dann machen danke wir das auch den so. Danke aufmerksamen Zuhörern. Wir haben das eben auch selbst gehört. Wir unterbrechen nur ungern, aber so sollte es gut nein, weitergehen. Aber Sie haben recht. Vielen Dank. Aber für mich ist nochmal der Punkt der Neubepreisung wichtig. Es ist ein Machtinstrument, die Regulierung von Zentralbanken. Wir leben im Moment, in meinen Augen, auch in der aktuellen Ukraine-Krise, in einer sehr filigranen Situation, was das westliche Finanzsystem angeht. Wir reden immer von regelbasiert. Hier wird manches, was regelbasiert war, heute in Frage gestellt. Und bezüglich eben der Neubepreisung der Crypto-Assets auf der einen Seite und dieser Konstellation, die sich jetzt auftut, auch in der Bipolarität G7 gegen BRICS zum Beispiel, ist für mich die Wahrscheinlichkeit, dass die Crypto-Assets hier einen nachhaltigen Boden ausbilden. Und damit reden wir ein bisschen über die kurzfristige oder mittelfristige Preisentwicklung, sehr, sehr hoch. Weil dieses Grundmodul einer begrenzten Verfügbarkeit, wenn wir jetzt mal über Bitcoin als Beispiel reden, ich sprach hier davon, wie viel geschürft worden sind, wie viel maximal kommen können, hat dann doch eine Attraktivität für viele Wirtschaftsteilnehmer, die hier ein hohes Maß an Verunsicherung haben. Und wenn wir uns mal anschauen, ich hatte mir das gestern noch in diversen Reports angesehen, dass mittlerweile 40 Millionen Amerikaner im Bereich der Kryptoanlagen aktiv sind. Und Kleinkinder können wir herausnehmen aus einer Bevölkerung von 330 Millionen, dann zeigt es die Akzeptanz und die Relevanz. Und aus der Relevanz ergibt sich dann auch der Zwang halt der Zentralbanken, sich mit den Themen unter dem Aspekt der eigenen Finanzstabilität, so wie man sich definiert, zu beschäftigen. Der Ton ist jetzt ein bisschen besser, es ist immer noch ein bisschen eingeschränkter. Ich mache jetzt mal kurz etwas, was. Ich frage mal, Pascal, könnten wir, Herr Helmer, Sie telefonieren im Festnetz, glaube ich, jetzt im Moment. Ja, richtig. Wollen wir das Ganze auf Handy umsetzen? Ist das, Pascal, ist das möglich? Ja, ich rufe Sie da gleich einmal an. Genau. Das ist wunderbar. Die nächste Frage. Dann lasse ich jetzt auf, wenn Sie da sind, schalte ich auf Handy um. Prima, wunderbar. Dann bitte ich unsere Zuschauer, Zuhörer um Nachsicht, übergebe mal so lange an Carsten, würde gerne auf das Thema, generellen Ausgangssituationen nochmal eingehen. Blockchain-Technologie, Krypto-Assets. Wir wollten darauf hinaus auf die volkswirtschaftliche Sicht. Da möchten wir Herrn Hellenmeier ganz ausgeprägt das Wort geben. Aber Carsten, vielleicht kannst du kurz mal einleiten, einfach die Kernpunkte nochmal so ein bisschen herausheben. Was ist wichtig dabei? Ja, genau, sehr gerne. Das nehme ich nochmal mit auf. Da mache ich mal sozusagen den ersten Bruch. Und da verlassen wir nämlich auch diesen Blick, diesen manchmal so ein bisschen hektischen und von Marktbewegungen geprägten Blick auf die aktuellen Kursbewegungen von Kryptoassets. Und um das vielleicht nochmal zu sagen, also Kryptoassets gibt es mittlerweile am Markt, soweit ich weiß, um und bei 20.000. Das sind enorme Wachstumszahlen, die sich da ergeben haben. Davon sind eben Bitcoin, Ethereum und einige Stablecoins, die bekannten Namen, also die Top 10 sozusagen, die machen den weitaus größten Teil, wahrscheinlich um die 80-90% der Marktkapitalisierung aus. Aber es ist eben noch so, dass das einfach ein extrem dynamisches Feld ist und im Grunde genommen täglich neue Kryptoassets dazukommen. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass von diesen 20.000 Kryptoassets der weitaus größere Teil, also vielleicht sogar 90, 95, das weiß man nicht, 98% am Ende nicht überleben werden, weil eben der Use Case einfach gar nicht da ist. Aber es gibt einige, die am Ende überleben werden und die dann am Ende auch eine ganz, ganz große Rolle spielen werden, in meinen Augen eben in einer zukünftigen modernen Volkswirtschaft, die ganz maßgeblich von der Blockchain-Technologie beeinflusst wird. Das ist das, was wir glauben und was auch der Kernaspekt ist, warum wir sagen, die kommen, um zu bleiben. Also es geht weniger darum, ein zurzeit noch extrem volatiles Asset für die Kapitalanlage zu haben. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Was wirklich aber tiefgründig volkswirtschaftlich passiert ist, dass wir einfach eine neue Technologie sehen, die Einzug erhält, die durchaus wirklich disruptives Potenzial hat, weil es einfach Dinge mit sich bringt, die wir so vorher noch nicht kannten. Also beispielsweise kann man eben über die Blockchain-Technologie
die Echtheit, eine Dokumentation, also die Echtheit eines Assets, eines Besitzverhältnisses, einwandfrei dokumentieren, ohne dass man Intermediäre braucht. Dieses Vertrauensthema, was wir immer haben, egal ob wir eine Bankverbindung haben, ob wir eine Zahlung leisten wollen, ob wir ein Haus kaufen wollen, was auch immer, immer in jeglichen Geschäftsprozess brauchen wir Intermediäre, die dafür sorgen, dass Zahlungsströme erst dann erfolgen, wenn eben Leistungen erfolgt sind, also die einfach für Sicherheit sorgen in diesem Geschäftsprozess. Und das wird zukünftig über die Blockchain-Technologien möglich sein. Und die Auswirkung ist eben, dass viele Dinge, die heute Intermediäre machen, Banken, möglicherweise Notare, Anwälte, Finanzdienstleister, dass das zukünftig eigentlich vom Anbieter zum Nutzer direkt erfolgt und eben über die Blockchain-Technologie, über diese Dokumentation auf dem dezentralen, in dem dezentralen Buchungssystem sozusagen, völlig fälschungssicher, sehr viel günstiger und eben damit auch sehr viel schneller erfolgen kann. Wenn ich das Ganze jetzt zusammenfasse, dann ist es volkswirtschaftlich so, dass in meinen Augen die Blockchain-Technologie ist ein Werkzeug, was Volkswirtschaften am Ende dabei hilft, sehr viel effizienter Dienstleistungen oder auch Produkte produzieren zu können. Und das kann man tatsächlich vergleichen, wie, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, wie mit der Einführung der Dampfmaschine oder der Erfindung der Dampfmaschine, mit der Erfindung des Fließbands oder auch mit der Erfindung oder der Implementierung des Internets. Also einfach ein Werkzeug, was Menschen erlaubt, mit gleichem Input viel, viel mehr Output zu generieren. Das ist eigentlich so jetzt mal von der ganz oberen, aus der Metaebene sozusagen Adlerblick, volkswirtschaftlich, das, was wir von der Blockchain-Technologie erwarten können. Ein klassisches volkswirtschaftliches Statement, wie es für die Literatur geschaffen. Herr Helmer, da sind Sie wieder bei uns. Ja, wunderbar. Und ich lasse mich dazu noch ein paar Worte sagen. Ich bin absolut bei Carsten. Das heißt, was wir hier erleben, ist eine Effizienzsteigerung, eine Produktivitätssteigerung, ein Potenzial, das dramatisch ist, und es ist wichtig, dass wir hier eine Situation kreieren, dass das Potenzial für die Realwirtschaft am Ende über die Finanzwirtschaft auch realisiert werden kann und realisiert wird. Und für mich ist es nicht eine Frage des Ob, da sind Carsten immer nicht ganz beieinander, sondern es ist die Frage des Wie und des Wann und der Nachhaltigkeit der Module. Aber ich möchte an diesem Punkt natürlich auch ein bisschen, sei es mal wieder, die Runde strocken. Was setzt es voraus? Es setzt voraus, dass Energieversorgungssicherheit überall gewährleistet ist, um diese Energie überhaupt heben zu können. Und wenn ich mir dann heute anschaue, was wir hier in Europa gerade machen, dann bin ich im höchsten Maße frustriert, weil ich das Thema Versorgungssicherheit nicht vorweisen kann für unseren Wirtschaftsraum in Westeuropa. Dann ist das ein Risiko für genau diese Technologien und es ist ein Risiko für den Investitionen. Standort und erwarte ich von unserer Politik mehr. Ja, vielen Dank. Also nochmal eine ganz wichtige Ergänzung, auch immer ein Stück weit Salz nochmal so hineinzustreuen in das Gericht. Wir haben nicht immer nur einen Weg, der hier geradeaus geht. Wir haben vor allen Dingen sehr differenzierte Auffassungen und Einschätzungen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen auch nochmal Sie fordern in Bezug auf so Ihre ganz persönliche Einwertung nochmal von den Coin-Assets, vielleicht ein bisschen differenziert Bitcoin zu den sogenannten Alt- oder alternativen Coins, auch unter dem Gesichtspunkt der Prüfverfahren. Wir haben ein sehr teures Prüfverfahren, sehr aufwendiges, sehr kritisiertes bei Bitcoin, aber eben dann eben die technisch versierteren, ja, geben manche Blockchain vor, Proof of Stake bei anderen Coins. Wie sehen Sie diese Situation? Es geht um Sicherheit. Carsten hat es sehr weit ausgeführt. Thema Sicherheit bei Geschäftsschlüssen miteinander. Ja. Und dabei. Richtig. Also, was ich dazu sagen kann, um jetzt auf einzelne Werte einzugehen. Wir sind in einer Situation, die vergleichbar ist für mich mit dem neuen Markt. Und die Geschäftsmodelle, die eben diese Sicherheitscharakteristika in nachhaltiger Form vorweisen, werden die sein, die sich das beste Potenzial haben, sich durchzusetzen. Und wir müssen hier über zwei Ebenen reden. Einmal über Skaleneffekte der Kryptoanlagen, die wir heute haben, wo Bitcoin ganz klar führt, aber wo Ethereum auch eine große Rolle spielt. Aber dann spielt das die quantitative Betrachtung. Und über die quantitative Betrachtung schaffe ich eine Marktaufmerksamkeit. Aber ultimativ
wird dann unter den qualitativ hochwertigen, der qualitative Aspekt entscheidend sein, welche von Strukturen in der Privatwirtschaft auf Basis Blockchain sich durchsetzen werden. Das ist die Abstraktion, die wir hier liefern können. Und ich sage nur, jedem, der sich damit beschäftigt, sollte eben genau auf diese Charaktermerkmale auch achten. Letztendlich Sicherheitsstandards war auch etwas, was jetzt gehen wir Richtung Regulierung, was bezüglich der Regulierung positiv auffallen wird, wo also hier potenzielle Konflikte vermieden werden können, was da auch diese die Wahrnehmung als nachhaltiges Instrument, Anlageinstrument am Ende unterstützen wird. Carsten, möchte ich auch bitten, noch mal kurz was dazu sagen. Sehr gern. Also kurze Ergänzung. Ich glaube, am Ende, also ich würde das unterschreiben, was Herr Hellmeier eben gerade sagte. Ich glaube, am Ende sehen wir, wie ich das eben schon sagte, einfach eine evolutorische Entwicklung einer neuen Technologie. Die gibt's, also sagen wir, wir sind da wirklich in einem frühen Stadium und die beginnt ja gerade erst Einzug zu halten in das reale, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken möchte, Geschäftsleben. Die ganzen Anwendungsfälle, potenziellen Use Cases, die haben wir eben schon ganz kurz angesprochen. In meinen Augen wird man am Ende sehen müssen, also werden verschiedene Use Cases oder verschiedene Unternehmen oder Geschäftsbereiche, die Blockchain nutzen, eine Entscheidung treffen müssen zwischen mehr Sicherheit, also mehr Dezentralität, die ist beim Bitcoin maximal, weil eben im Grunde genommen das ganze Netzwerk für die Sicherheit dieser Daten oder dieser Transaktionen steht. Das hat aber gewisse Unzulänglichkeiten auch. Das macht eben das Netzwerk auch langsam, vor allen Dingen energieaufwendig, relativ teuer. Und wenn ich also in puncto Dezentralität und Sicherheit ein paar Abstriche mache, dann sind wir auch bei anderen Konsensmechanismen. Das ist nicht mehr Proof of Work, sondern Proof of Stake beispielsweise. Es sind nur noch ausgewählte Nodes oder Rechner, die für die Sicherheit der Transaktionen stehen im Netzwerk. Dann habe ich aber den Vorteil, ich bin viel, viel schneller, kostengünstiger und habe einfach mehr Kapazität. So, und zwischen aber diesen beiden ausgewählte, ne? Ich grätsch da mal kurz rein. Also es ist nicht ganz ohne, wenn ich nur eine bestimmte Klientel in den Prüfmechanismen habe, die auch über eine bestimmte Menge von Coins verfügen und somit eben einfach auch diese sogenannten Stimmen- oder Einflussrechte haben. Also nicht ganz ohne, ne? Ja? Genau, ich gehe von dieser maximalen Dezentralität weg und macht da einfach Abstriche. Und das ist eine Frage, die muss sich am Ende in meinen Augen jeder Nutzer von Blockchain-Anwendungen stellen oder beantworten. Wo möchte ich mich da positionieren? Also in puncto Dezentralität und Sicherheit, wie weit will ich da gehen? Wie weit muss ich vielleicht auf die maximale Dezentralität verzichten, um eben eine höhere Effizienz, eine Schnelligkeit, weniger Energieverbrauch etc. zu haben? Also das ist, glaube ich, diese Evolution, die wird in den nächsten Jahren, ich glaube, rasant schneller als wir heute denken, viel schneller auch als die evolutorische technologische Entwicklung nach der Internet-Bubble, obwohl es total vergleichbar ist, aber ich glaube, das, was jetzt passiert, ist ein Zeitraffer eigentlich. Und das wird sich am Ende dann tatsächlich nach diesen nächsten Jahren Evolution zeigen, wo positionieren sich da unterschiedliche Unternehmen. Ich würde gerne mal an Herrn Hellmeier weiterspielen, eine Karte, und zwar geht es um DeFi, um Thema, wo wir Finanzinstitute sehen, die sich in aller Konsequenz neu beschäftigen müssen mit den Themen. Wie sehen Sie das, wenn die Finanzinstitute sagen, boah, wir machen das so wie bisher und schauen da gar nicht so ganz genau hin, wir sind digital gut aufgestellt, aber DeFi, was ist das schon? Ich habe gehört, da sind Stablecoins an die Wand gefahren. Das ganze Thema Coin Assets ist ein Blödsinn und Blockchain, naja. Was würden Sie uns Banken sagen? Also ich würde den Banken ganz klar sagen, wenn man so dramatische Veränderungen, wie wir jetzt über die Technologie bekommen, nicht auf die Agenda nimmt, macht man einen riesigen Fehler. Es wäre so, als würde Daimler immer noch Pferdefuhrwerke produzieren, weil man ein anderes Auto braucht. Also was hier passiert, und da bin ich ganz bei Carsten, um auch im Vergleich zur Internetgeschichte von 20 Jahren oder sonst etwas, also neuer Markt. Die Zeitabstände, in denen wir Innovationsbrüche haben, mögen 20 Jahre sein, aber die Adaption durch das Potenzial, was wir im IT-Sektor heute aufgebaut haben, mit dann auch dieser neuen Technologie, diese laufen viel schneller. Das heißt, zu sagen, jetzt warten wir mal, bis die anderen da alle durch sind, halte ich für fehlerhaft. Wenn wir uns das Bankenmodell mal anschauen, dann sehen wir in den letzten 20 Jahren Folgendes. Es gibt eine Räuberei am klassischen Bankmodell. Ich komme ja aus der Deutschen Bank. Ich war bei der Bremer Landesbank
irgendwie seinerseits eine Superbank, keine Landesbank, eine Privatbank, die auch noch Landesbank war. Aber das ist Geschichte. Der entscheidende Punkt ist, wir haben so viele Fintechs, die sich immer wieder Filetstücke aus dem Geschäftsmodell rausschneiden, diese Filetstücke, wenn sie dann isoliert sind, weniger strukturiert als die Banken. Und das ist ein Grund, warum wir eine Gewinnerosion im Finanzsektor bei Banken gesehen haben. Wenn jetzt dieser Sektor mit der Blockchain-Technologie von den Banken nicht rechtzeitig wahrgenommen wird, dann gibt es ein riesiges Problem. Und das möchte ich gleich noch auf eine andere Ebene spielen. Und zwar auf die Kryptowährung der Zentralbank. Weil da läuft der nächste große Wettbewerb. Wir haben zwei Ebenen, wir müssen das schichten. Das, was die Realwirtschaft für Ansprüche aus ihrem Potenzial technologisch hat, muss gespiegelt werden im Finanzsektor. Realwirtschaft und Finanzsektor sind kommunizieren können. Wenn der eine ein Technologieniveau hat, das der andere nicht liefert, dann wird man am Ende erst, wenn wir das große Bild international nehmen, sich der internationalen Kryptozentralbankwährung aufschließen, die erstens die größten Skaleneffekte haben, Sicherheit haben, Akzeptanz haben. Und die First-Thematik spielt dabei eine Rolle. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wenn der private Finanzwirtschaftsteil sich diesen Technik nicht aufschließt, dabei ist man natürlich ungebunden, regionale Zentralbankpolitik, auch unter regulativen Gesichtspunkten, dann ergibt sich hier ein so heterogenes Feld, was Attraktivität für die Realwirtschaft anbetrifft, dass damit Risiken verbunden sind, die, glaube ich, auch vielen Radarschirmen im Finanzsektor und bei Banken noch gar nicht angekommen sind. Ich glaube, dass Sie bei einer Rolle schon genau den richtigen Weg gehen, dass Sie einer der führenden Institute sind, die sich in diesem Sektor bewegen, die sagen, wir sind hier in der ersten Wahrnehmungsfront und aus der ersten Wahrnehmungsfront leite ich dann auch dementsprechend weitere Handlungsmaximen ab. Das ist der richtige Weg. Das heißt, hier gibt es vorn zu sein, weil das ist ein Bruch mit Technologien, die wir aus der Vergangenheit kennen und damit auch mit den Geschäftsmodellen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Und hier gilt es, innovativ nach vorne zu schauen und bei der Kreation der Lösungen, die sich aus dieser Technologie ergeben, im Finanzsektor versuchen, mit in der ersten First Mover Reihe zu sein. Ich möchte auf einen Zuschauer eingehen, der hat eine ganz wesentliche Frage gestellt. Es geht nochmal eine Ebene höher, es bezieht sich auf die Staatensituation. Also wenn eben Regulierung in Europa relativ stark ausfällt, im Vergleich zur Regulierung global, USA oder auch eben in China, die sind sehr eng, aber wie sehen Sie das? Das beeinflusst ja genau das, was Sie gerade ausgeführt haben, dass nämlich Marktteilnehmer, nicht nur Banken, Marktteilnehmer sich nicht wirklich eben frei entfalten können und keine gleiche Ebene haben, wie beispielsweise Marktteilnehmer in den USA. Ich möchte das so beantworten. Also das Thema Energie und Sicherheit können wir bewegen, wenn wir es politisch wollen. Darauf will ich nicht eingehen. Aber auch das Thema unterschiedliche Regulierung. Wenn wir uns anschauen, was in den USA jetzt an Regulierung geplant ist, auch bei der Zentralbank-Kryptowährung, dann ist das mindestens auf dem Niveau dessen, was wir in Europa haben werden. Also da sehe ich jetzt nicht die großen Unterschiede, wenn wir über den westlichen Kontext reden, Zentralbank Euro, Zentralbank USA. Aber jetzt gibt es einen Unterschied. Aus dem, was mir bekannt ist, ich war im letzten Jahr auf einer Veranstaltung mit der Bundesbank, auf höchster Ebene in Dresden, und da wurde gesagt, ja, die Zentralbank wird Kryptogeld zur Verfügung stellen, aber die Blockchain-Technologie wird dann aus der Infrastruktur des Finanzsektors selber geliefert. Also man hat quasi nur ein Overlay und füllt das. Und da packen mir dann nur noch graue Haare, sage ich ganz offen. Wir brauchen ein Modul, das nicht, dass die Konkurrenzsituation mit dem Kryptogeld aus China aushalten muss. Und das bedeutet für mich, dass ich den Blockchain-Ansatz nicht am Ende im privaten Wirtschaftssektor haben will, wo wir dann vielleicht unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Technologieansätze haben, die nicht homogen sind. Das ist eine Zergliederung, die Attraktivität im internationalen Gebrauch unterminiert. Da ist mir ein homogener Ansatz lieber. Sollte es so kommen, mein Tipp an die europäische und deutsche Finanzindustrie, bitte dann einen gemeinsamen Standard haben, dass das Ganze kompatibel ist und dass hier keine Fragmentierung dieses Marktes entsteht. Das wäre ein dramatischer Nachteil, der sich ergibt, wenn sich die Abio, so wie ich es erzählt hatte, zuvor anstellte. Ja,
Vielen Dank. Carsten, hast du Ergänzungen dazu? Ja, sehr gerne. Ganz kurz vielleicht, also unterstreiche ich. Wir können jetzt nochmal wieder abdriften in die Frage, wie Europa eigentlich politisch einig oder uneinig gerade agiert. Sehr, sehr wünschenswert, dass wir hier also einheitlich als Europa voranschreiten und nicht irgendwie 20 unterschiedliche Regulierungen natürlich und technische Voraussetzungen und Ansichten auf das ganze Thema oder Umsetzung letzten Endes von Blockchain und Währung sehen. Das ist unbedingt wünschenswert. Ich glaube auch, dass wir zukünftig einen Wettbewerb der Zentralbankwährung sehen, der digitalen Zentralbankwährung. Ich habe selber auch gestaunt, dass die EZB erstmal gar nicht so sicher ist, ob der E-Euro irgendwann auf Blockchain-Basis basieren soll, ja oder nein. Also das war für mich eigentlich gesetzt, muss ich sagen, weil eben der Dollar in die gleiche Richtung geht, weil vor allem der E-Hürden in die gleiche Richtung geht. Generell bei aller Sorge und Fragezeichen, die wir eben dazu geäußert haben, hat Europa, glaube ich, auch eine Chance mit diesem Thema Regulierung. Und das Thema MiCA ist jetzt ein gutes Beispiel. Da ist meines Wissens Europa tatsächlich ein Stück weit vorangeschritten. Das war haarscharf. Das hätte auch darin enden können, dass man diese Technologie hier weg tot reguliert. Das ist erstmal nicht erfolgt. Und gleichzeitig haben wir aber das erste Mal weltweit sozusagen wirklich einen Rechtsrahmen. Das, also ähnlich vielleicht beim Datenschutz. Europa hat relativ strikte Datenschutzregeln. Und das hemmt natürlich erstmal gewisse geschäftliche Aktivität, kann aber durchaus auch am Ende ein Wettbewerbsvorteil sein, weil es eben auch Rechtssicherheit bedeutet. Und der E-Yuan, der ist technisch zweifellos im Moment am weitesten und auch am verbreitesten, der wird ja auch ganz, ganz massiv vorangetrieben durch die chinesische Regierung. Aber der hat natürlich auch den Aspekt, dass digitale Zentralbankwährungen also ein Datenthema haben. Und wenn ich mit dem E-Yuan irgendetwas bezahle, wenn ich das auf meiner Wallet habe, dann kann ich relativ sicher sein, dass man in China weiß, wann ich was, wo, wie bezahlt habe. Und das ist natürlich ein Aspekt, der dann, glaube ich, diesen technologischen Vorsprung auch ein Stück weit ausbremsen kann. Aber ich glaube, dass das in Europa anders kommt oder in den USA. Alles, genau, was digital ist, ist im Grunde nachvollziehbar. Wir werden sehen, wie sich das auswirken wird. Genau, also das Datenthema haben wir dann auch. Die Frage ist dann eben nur, wem will ich meine Zahlungsdaten geben? Peking oder Brüssel? Ich finde, das ist ein guter Punkt, aber nochmal, es geht ja für Global Player heute auch um das Thema der Skaleneffekte. Und wenn wir uns mal die Anteile an der Weltwirtschaft anschauen und die Dynamiken, dann haben wir in den letzten 15 Jahren gesehen, dass der höchste Anstieg im Welthandel in den innerasiatischen Verkehren lag. Und auch dort war das größte BIP-Wachstum. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der EU eine enorm dominierende Positionierung einnehmen wird, losgelöst von dem Aspekt Privatsphäre, Datenschutz, bin ich vollkommen bei Ihnen, Herr Mom, ist extrem hoch. Und wir müssen uns natürlich dann auch hier in Europa fragen. Ich bin vollkommen dabei, es ist gut, dass wir einen Rechtsrahmen haben, dass wir Berechenbarkeit haben. Das ist ein Vorteil, weil dann haben die Leute was an der Hand und sollen damit gar nicht umgehen. Was bedeutet das? Und ich kann es genau evaluieren. Aber es geht für mich auch darum, am Ende, wie manage ich überhaupt Währungen und wie kann ich Impulse setzen für Konjunktur etc. pp. Und wenn Europa in diesem Wettbewerb am Ende eine Funktionalität im Finanzsektor und bei Geldmitteln hat, die in anderen Regionen geschaffen werden, hielte ich das für nicht wirklich zielführend. Und das ist meine Mahnung nochmal, das habe ich letztes Jahr in Dresden gesagt, tut es, macht es richtig und diesen Aspekt mit Blockchain, der eventuell nicht von der selber im Euro ist, ist in meinen Augen ein dramatisches Risiko und ein Wettbewerbsnachteil. Potenziell, ich habe es damals angesprochen, aber wie gesagt, ich glaube eine Sache, und da sind Herr Mom und ich und sind wir uns alle einer Meinung, es ist nicht die Frage, ob diese Währung kommt, sondern es ist wann, das wie, die Frage der Attraktivität. Und ich wünsche uns einmal, und ich möchte das hier sagen, einmal nach diesen ganzen Enttäuschungen in den letzten Jahren über Europa, dass wir einmal ganz vorne dabei sind. Und zwar smart. Dass wir Lösungen anbieten, die dem Anspruch, den unsere Ökonomie und unsere Bürger an uns haben dürfen, so umsetzen, dass wir nicht zwischen in der Klasse sitzen, sondern ganz weit vorne. Denn dieses Thema wird eines sein, dass für die Attraktivität von Standorten, und dann rede ich auch nochmal über Energiesicherheit, und das geht jetzt Richtung Berlin, Brüssel und so weiter, was von elementarster Bedeutung ist, für das Potenzial, das unsere Ökonomien hat und damit das Potenzial, was an Wohlstand für unsere
Bürger geschaffen werden kann und damit verbunden die Frage der gesellschaftspolitischen und politischen Stabilität, denn das ist alles in der Komplexität verbunden. Ich werde nochmal ein Stichwort aufgreifen, das ist nämlich Management von Währung. Wir sind ja hier auf zwei Ebenen, einmal auf der technologischen Ebene und auf der anderen Seite sind wir bald bei Dollar Euro Pari. Die Werthaltigkeit des Euros wird nicht besser mit der Entstehung des CBDC-Euros. Wir werden da keine Veränderungen in den Qualitäten haben, auch nicht in dem Thema Wertaufbewahrungsmittel oder Aufbewahrung von Lebensarbeitszeit. Gibt es auch so ein paar interessante Begriffe. Ich arbeite, ich spare, ich lege im Euro an und verliere gegenüber Dollar in den letzten Jahren schon allein 25%, wenn man nun mal dieses Verhältnis alleine sieht. Entscheidend ist für mich die Frage an die beiden Protagonisten hier, an Sie beide, an euch beide. Wir haben einfach die Ausgangssituation, dass wir verhältnismäßig schwache Währungen haben über diese extreme Verschuldungspolitik der zwei Regionen über die letzten Jahre, China auch. Aber jetzt sagen wir mal bei Europa plus 25% Euro gedruckt, in USA 40% Dollar gedruckt, Bitcoin soll eine Alternative darstellen aus vielerlei Meinungen heraus. Das sehen nicht alle so. Thema Werthaltigkeit, Beständigkeit ist, das war eingangs von mir anmoderiert, die Frage, ein dezentrales Gut, das in diesen Prüfverfahren umgesetzt und initiiert wird und digitalisiert ist, ist das echt wirklich einen Wertspeicher wert? Kann man das so sehen? Ich mache vielleicht mal den Anfang. Ich spiele Herrn Hellmeier gleich einen Pass zu, den habe ich schon im Kopf. Ganz kurz zu der Frage, Frank. Ich formuliere das mal ein bisschen anders. Wie kann das eigentlich sein, dass Menschen den Bitcoin als Store of Value oder eben als Wertspeicher ansehen, obwohl die Bola zweifellos einen jedes Mal wieder aus den Schuhen haut? Und da glaube ich, da muss man einfach ein Stück weit mal eine Denkweise abstrahieren. Also das gilt für mich auch. Ich bin seit 20, 25 Jahren beschäftige ich mit Volkswirtschaft, mit Kapitalmärkten, bin da einfach ein Stück weit eingefahren. Habe bei mir selber gemerkt, man muss so ein bisschen über seinen eigenen Denkschatten springen, um das tatsächlich zu verstehen. Und der Ansatzpunkt ist aber genau der, Frank, den du eben genannt hattest. Letzten Endes ist jemandem, der Bitcoin kauft, weil er sagt, das ist mein Store of Value, dem traue ich mehr als Euro und Dollar, dem ist die Wohler und dem sind kurzfristige Marktschwankungen völlig egal. Vielleicht im Gegenteil sogar. Der freut sich, dass er für 20.000 jetzt nochmal einsammeln kann oder vielleicht auch ein bisschen tiefer. Wo jetzt da der Boden gefunden ist, weiß sicherlich noch kein Mensch. Aber worum es dem eigentlich geht, ist eben diese Erkenntnis, dass die Notenbanken mit Vollgas in eine Sackgasse reingefahren sind durch die ganzen Rettungsmaßnahmen, gerade die EZB, also Rettungsmaßnahme aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, Euroland-Staatsschuldenkrise, die EZB ist alleingelassen worden, war alleiniger Feuerwehrmann, als Europa gebrannt hat, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Das hat zu ultra-expansiver Geldpolitik geführt und letzten Endes zu einer ganz engen Verquickung von Geld- und Fiskalpolitik. Also über die Unabhängigkeit der Notenbank, auch der EZB, kann man sicherlich nochmal eine eigene Diskussionsrunde hier machen, die kann man aber ganz klar in Zweifel stellen. Also derjenige, der Bitcoin kauft, sagt, ich sehe hier eine Inflationierung dieses Assets, also von Euro und Dollar, die werden ohne Ende weiter gedruckt. Das wird grundsätzlich, auch wenn jetzt die Zinsen ein bisschen steigen, wahrscheinlich weitergehen, weil die Notenbanken eben nicht mehr völlig unabhängig sind. Und ich habe im Bitcoin wegen dieser technologischen Festschreibung im Mechanismus, in der Systematik ein Asset, der hat maximal 21 Millionen, mehr wird es nicht geben. 1, 2, 3 Millionen sind vielleicht schon verloren gegangen, das weiß man gar nicht so genau. Also vermutlich sind es aber am Ende weniger als 21 Millionen. Und das ist insofern ein Asset, das ist nicht inflationierbar. Und daraus nehme ich sozusagen diese Sicherheit. Deswegen ist das mein Store of Value. Das ist ein Stück weit einfach eine andere Denkweise. Und wie gesagt, kurzfristige Kursschwankungen spielen da keine Rolle. Ja, genau. Ja, übergeben wir gern. Oder vielleicht noch kurz den Pass an Herrn Hellmeier. In meinen Augen tut sich sowieso viel, gerade auch im internationalen Währungssystem. Jetzt mache ich die Tür mal wieder ein bisschen weiter auf. Wir haben einfach seit Jahrzehnten eine ganz, ganz gute Dollar-Dominanz, US-Dollar-Dominanz natürlich gesehen. Die wird einfach zurzeit in Frage gestellt durch verschiedene Entwicklungen. Wenn Staaten merken, dass sie mit einmal vom US-Dollar Zahlungsverkehr mehr oder weniger abgeschnitten sind, wegen Sanktionen beispielsweise, dann
gibt es natürlich Bestrebungen, einfach von dieser US-Dollar-Dominanz wegzugehen oder sich um andere Währungen zu kümmern, vielleicht in Richtung China zu orientieren, um eben auch bei zukünftigen Sanktionsfällen nicht mehr ganz so verwundbar zu sein durch dieses Thema. Also sprich, ich glaube, durch das, was wir zurzeit in puncto Sanktionen sehen, nimmt die US-Dollar-Dominanz nochmal ein Stück weit ab. Wenn der Yuan technologisch ganz vorn ist und auch dadurch eben zu einem Standard wird möglicherweise und der US-Dollar ja auch in puncto CBDC ein Stück weit hinterherhängt, kann das einfach zu dieser abnehmenden US-Dollar-Dominanz nochmal ein Stück weit beitragen. Und insofern glaube ich, dass sich eben auch einfach im internationalen Währungssystem ganz viel tut und durch diese CBDC, durch die Blockchain-Technologie nochmal ein Stück weit mehr Pfeffer oder Salz da auch reingeworfen wird in diese brodelnde Suppe. Und ich bin ganz gespannt, was da am Ende dabei rauskommt. Da hat Volker Hellmeier bestimmt eine Meinung dazu. Ja, und ich möchte hier nochmal auf zwei Aspekte schauen, die Sie schon angesprochen haben, Herr Mumm, grobschlächtig. Das, was wir im Moment erleben, ist doch Folgendes. Der Westen fordert Einhalten einer regelbasierten Ordnung. Und gleichzeitig, und ich möchte, muss da einmal einen ganz kleinen Exkurs anbieten, haben wir die regelbasierte Ordnung, haben die USA die regelbasierte Ordnung zerstört. Ich hatte 2015 mit einem der vier Generaldirektoren der WTO in Frankfurt, die sind in Genf ansässig, ein Gespräch, da sagte, die Schiedsgerichtsbarkeit wird hier zerstört durch die USA. Und nachdem das erfolgte und damit im Grunde genommen das Rechtsprechungsorgan, also das die Konsequenzen bei vielen Verhalten auf die zur Folge hat, nachdem das passiert ist, haben die USA die regelbasierte Ordnung im internationalen Handel verlassen und sanktioniert bei jeder Regelbasierung, und zwar diverse Länder und uns das auch in Deutschland angedroht, beispielsweise Automobilbauer. Und das damit gemacht wird, jetzt nochmal auf den Dollar unsere Leitwährung zu schauen, ist doch nichts anderes, als dass man seitens der USA selber den Status abwrackt, nämlich das Vertrauensvotum. Wir haben ein Fiat-Währungssystem. Und das wird damit unterminiert werden. Die Nicht-Regelbasierung im internationalen Handel, im Rahmen der Nutzung des Dollars, ist dramatisch. Der zweite Aspekt, und das möchte ich deutlich sagen, weil es ist so wichtig, weil viele wissen es nicht. Die Anwendung US-Rechts extraterritorial ist ein Bruch der UN-Charta. Punkt aus Ende, weil es dann Souveränität gibt. Manche US-Recht extraterritorial zu anzuwenden, ist totalitär. Und das verbindet sich wieder mit der Dollarnutzung. Die Basis häufig dieser Rechtsnormen hat damit etwas zu tun, seit den 50er Jahren, dass man sagt, Gefährdung der nationalen Sicherheit. Das ist aber ein nicht rechtsdefinierter, ein beliebiger Begriff. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Regelbasierung. Was wir brauchen für eine immer komplexere Welt und auch Wirtschaft ist Regelbasierung. Es ist ein ganz klares Handeln, hat Konsequenzen. Und das wird hier im Grunde genommen ausgehebelt. Und das müssen wir sehen. Und wenn wir diesen Aspekt mal dazu nehmen jetzt, vor dem Hintergrund der Verschuldungsdynamik, die wir in westlichen Ländern haben, im Vergleich auch zu anderen Ländern, insbesondere im asiatischen Raum, wo das nicht der Fall ist. Vietnam liegt bei 50% Staatsverschuldung, China bei 68%. Das sind ganz andere, mit ganz anderen Wachstumszahlen von 7%. Also das spielt auch nochmal bei der Betrachtung von Staatsverschuldung eine Rolle. Dann tut sich hier etwas auf, dass sich das System emanzipieren will. Und das System emanzipiert sich im Rahmen dieses Technologiebruches über Blockchain. Das ist meine Theorie. Und dann gibt es einmal die privaten Anbieter, wo auch keine Anonymität mehr da ist, aber vielleicht die Kontrolle eine andere als bei den Zentralbank-Kryptos, wie Herr Mumm das eben schon bei Yuan angesprochen hat. Aber diese Dinge sagen mir, dass diese gesamte Entwicklung viel, viel nachhaltiger sein wird. Und gehen Sie zurück zu meinem Anfangsstatement. Da habe ich gesagt, vor dem Hintergrund, ich war früher Devisenhändler, aus einem Handelsaspekt jetzt, ist für mich im Moment Bitcoin nach dieser Korrekturbewegung, die wir gesehen haben, obwohl an sich die strukturellen Gründe, diese Assets long zu sein, sich erhöht haben, da tun sich erstmal Chancen auf. Punkt. Das ist meine Kernaussage, die ich hier treffe diesbezüglich. Und es ist eben auch ein Credo, an diese Asset-Klasse perspektivisch, auch wenn ich früher eine sehr skeptische Haltung gehabt habe. Denn wir müssen andererseits wieder eine Frage stellen. Wenn wir Zentralbank-Kryptogeld sehen, dann steht dahinter immer eine Volkswirtschaft, die produziert. Auf diesen Unterschied müssen wir auch eingehen. Wenn wir hier über Kryptogeld wie im privaten Sektor, wie Bitcoin und so weiter sprechen, dann ist das auch etwas, was produziert wird mit enormer Rechnerleistung. Aber dahinter steht im Grunde genommen kein volkswirtschaftliche Haftungsrahmen im eigenen Sinne, sondern es ist das Thema, das sich sehr stark konzentriert auf
Aspekt Knappheit. Und wenn wir das jetzt nochmal in einen Bogen bringen, dann müssen wir eins sagen, bei der Knappheit spielt es natürlich eine Rolle, wie ist die Akzeptanz im globalen System. Und da muss ich sagen, habe ich, und das ist Kritik an mich persönlich, habe ich die Akzeptanz über die letzten 10 Jahre in diesem Sektor unterschätzt. Die Akzeptanz ist enorm hoch, ich sprach von davon 40 Millionen US-Amerikaner, die im Kryptomarkt tätig sind, die engagiert sind. Also das sind Zahlen, die sprechen für sich und geben dann auch eine Indikation für die weitere potenzielle Entwicklung. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob der Begriff Chapeau richtig ist an der Stelle, dass sich eben sehr viele Fachleute, die tief im Thema sind, in diesem Kontext der Blockchain-Technologie und dann eben auch der Problematik der Verschuldung der jeweilig großen Regionen sich mehr und mehr eben auch zur Werthaltigkeit, also mögliche Werthaltigkeit, denn sie ist ja nur so lange gegeben, wie eben die Akzeptanz da ist und auch sich positiv und weiterentwickelt, das ist aber der Fall. Und wenn jemand wie Sie sagt, Herr Hellmeier, den ich kennengelernt habe, der noch gesagt hat, ich bin sehr skeptisch gegenüber genau diesen Coins, dann will ich sagen an dieser Stelle, Chapeau aus meiner Sicht, der ich ein überzeugter Coin Assets auch Investor durchaus bin. Das nur mal dazu. Meine Ausgangsfrage war, als Carsten noch die Schleife gezogen hat, bitte noch mal ganz kurz das Thema Aufbewahrung von Lebensarbeitszeit in Coin Assets, vornehmlich Bitcoin. Das wäre die Alternative zu Gold möglicherweise. Wir sehen, dass der Goldpreis im Moment genau nicht das macht, was viele von ihm eigentlich in so einer Phase, Krisenstau, die einzelnen Krisenpunkte muss ich hier nicht ansprechen, der macht es, der Goldpreis entwickelt sich in die andere Richtung im Moment. Herr Hellmeier, was ist da Ihre Einschätzung? Was ist der Grund dafür? Wir haben eine Entwicklung bei Edelmetallen seit vielen Jahren, 2001, 2000 noch als Chef von Mr. Hiller war, damals gesagt, kaufen Sie Gold, Silber, das ist eine Asset-Klasse, außerhalb des Finanzsystems, das westliche Finanzsystem hat Krebs. Der Krebs ist nicht weg und auf diesen Zeitraum hat es sich gelohnt. Auch bei der Lehman-Pleite ist Gold erst gefallen, ich glaube von 920 auf 680, um dann nachher mit der Erholung der Weltwirtschaft zu steigen. Und jetzt aber das war die Asset Inflation, ne? In der Zeit dann, ja. Genau, jetzt schauen wir aber auch mal Kryptoanlagen. Krypto lief an sich die letzten Jahre dramatisch besser als jede Metall. Aber in dieser akuten Phase erleben wir etwas, das analog im Endeffekt zu Edelmetallen ist. Jetzt wollen wir nicht über Prozentsätze streiten. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, aber es bleibt nur unter uns, entre nous. Nur in diesem Kreis, okay, den wir uns nur in diesem kleinen Kreis hier. Future-Märkte, als ich noch jung und gut behaart war und die Haarfarbe anders war, wurden mal gemacht, um die physischen Märkte zu optimieren. Und ich war seinerzeit, als Bitcoin, glaube ich, Richtung $70,000 unterwegs war, wurde in den USA ein Future aufgelegt auf Bitcoin. Und da habe ich gesagt, in meinem Privatkreis, und jetzt fängt er an zu fallen. Weil man über Futures ein künstliches Angebot schaffen kann, das in der Marktwahrnehmung dominant ist und damit Preisimpulse auch für das reale Asset setzt. Mhm. Und das sollten wir, das ist ein etwas, da sind wir ein bisschen bei Verschwörungstheorie, weiß ich. Aber ich darf nur eins sagen, wir haben geteilte Märkte hier. Es gibt also nicht für jede Kryptoanlage, aber das für Bitcoin derartige Dinge. Die haben einen Preiseinfluss und das sollten wir nicht unterschätzen. Das ist alles, was ich sage. Also es gibt eine Zeit vor dem Future, wo allein die Knappheit des Gutes bestimmt war und einen enormen preistreibenden Faktor hatte. Und es gibt Zeit mit dem Future, wo wir eine entgegengesetzte Entwicklung haben. Das heißt nicht, dass das immer eine dominante Preis eine bestimmte Größe sein wird, aber man sollte es nicht vollkommen außer Acht lassen. Und da Bitcoin ein Kühl aufgrund der Quantität dieses Marktanteils eine auch determinierende Funktion für alle anderen Kryptoanlagen hat, ergeben sich dadurch dann halt Dominoeffekte. Ich glaube, das lässt sich schon ein Stück weit in diesem Kontext feststellen. Auf jeden Fall sollte man es beobachten und es nicht unterschätzen, ohne jetzt mir da so weiter sagen zu wollen. Carsten, Frage an mich. In der Vorbesprechung haben wir mal zwei Charts uns angeschaut aus der Thematik langfristige Entwicklung von Bitcoin und Store of Value.
Es geht jetzt nicht darum, mir nicht darum zu sagen, das ist es, aber vielleicht doch nochmal kurz darauf einzugehen, auf diese Entwicklung. Das ist die aktuelle Entwicklung, diese grobe Entwicklung, die du ja gerade zeigst, aber vielleicht kannst du das ganz kurz mal darlegen. Genau, wir haben einfach mal gegenübergestellt diesen normalen Chart, in Anführungsstrichen, wie man ihn ja kennt, wo wir jahrelang eigentlich quasi einen flachen Verlauf haben. Dann sind diese Aufschläge, die werden sozusagen immer größer, weil der Kurs einfach extrem stark angestiegen ist. Wir waren in der Spitze bei ungefähr 70.000 und haben seitdem einen Absturz gesehen um 70-80% auf jetzt 20.000. Das ist der Chart, der eben immer so landläufig ist, den alle immer fürchterlich erschrecken, weil also die Ausschläge hier am rechten Rand eben immer dramatischer werden. Ganz wichtig ist gerade, weil wir es eben mit einem extrem volatilen Asset zu tun haben, wenn wir einen logarithmierten Chart einmal anschauen. Übrigens haben wir den Chart hier von Professor Philipp Sandner, Frankfurt School Blockchain Center übernommen. Vielen Dank an ihn dafür. Genau. So, und was wir hier sehen können, ist eben der logarithmierte Chart. Das ist also genau der gleiche Kursverlauf von Bitcoin, wie wir ihn eben gesehen haben, nur dass hier auf der senkrechten Skala nicht gleiche Dollarbeträge sozusagen die Bewegungen sind, also dass diese Skala 5.000 Dollar, 5.000 Dollar und so weiter ist, sondern gleiche prozentuale Veränderungen sind hier ein gleicher großer Abstand. Und das heißt, dieser Absturz, den wir jetzt hier gesehen haben, um 70-80%, zweifellos sehr, sehr dramatisch, ist aber nicht schlimmer als die Abstürze, die wir in der Vergangenheit schon mal gesehen haben. Wie beispielsweise nach dem Hype 2017 haben wir auch einen deutlichen Absturz gesehen oder wie hier 2014, 2015 nochmal. Das relativiert überhaupt gar nicht diese extremen Schwankungen, die wirklich also andere Anlageklassen so nicht nachvollziehen oder so ähnlich sind, sondern zeigt aber einfach nur, dass eben das, was wir zurzeit sehen, für Kryptoassets und für den Bitcoin gar nicht so sehr außergewöhnlich ist. Und ohne zu sehen, hier. Ja? Wir wollen auch an dieser Stelle ja nicht schön zeichnen oder weich zeichnen, sondern einfach nur nochmal verdeutlichen, dass diese Maximalausschläge eben dazu geführt haben, dass da auch eine innere Panik zum Tragen kommt und eine möglicherweise völlige Ablehnung. Aber wenn man sich eben die logarithmisierte Seite mal anschaut, dann hat das eben durchaus normale Verläufe, die muss man aushalten können, gar keine Frage. Das ist bei einem neuen Gut, das sich neu entwickelt, wir hatten das im Internet-Szenario genauso, dass man auch aushalten muss, wenn man eine gewisse Überzeugung hat und in diese Richtung gehen will. Also das war nochmal, finde ich, ganz gut, hier auch nochmal darauf einzugehen zum Thema, ist Bitcoin eine Alternative zu Gold, Store of Value. Herr Hellmeyer, vielleicht mögen Sie noch etwas ergänzen zu dieser Chart-Situation oder eben auch nochmal Gold versus Bitcoin. Ich glaube, das interessiert viele hier, die unsere Zuhörer sind. Also für diejenigen, die sagen, ich möchte einfach ein ultimatives Gut, das sich historisch bewiesen hat, als Wert aufgefahren und als Kriegen-Tool, halte ich Edelmetalle nach wie vor für sehr gut. Sie sind haptisch. Das heißt, auch wenn es mal einen Energieversorger nicht gibt, sofern ich darauf physisch Zugriff habe, bietet mir das ein gewisses Maß an Freiheit. Aber für mich sind heute, und Sie merken, mit der Beschäftigung über diesen unseren Gipfel, den wir heute hier machen, unsere Konferenz und die intensive Beschäftigung, sehe ich im Mitarbeit eben auch diese Kryptoanlagen als eine Alternative, gerade vor dem Hinblick oder im Hinblick auch darauf, dass sich unsere Weltökonomie weiter dynamisch entwickelt. Also Gold ist wahrscheinlich das oldest Asset, das es gibt. Aber die Märkte entwickeln sich neu, die Ansprüche an Ökonomie, an private Haushalte und an Unternehmen verändern sich und da werden hier Antworten gegeben. Und insofern ist für mich der Mix, wenn ich jetzt ein Ultrakonservativer bin, zwischen diesen, ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Mix ist sinnvoll, um sich hier so aufzustellen, dass gesparte Arbeit, was ist Kapital, in neue Generationen getragen wird. Und das würde ich jetzt nicht solitär auf diese beiden Anlageklassen reduzieren wollen, aber insgesamt in der Betrachtung haben sie beide ihre Berechtigung und haben beide einen Sicherungscharakter, insbesondere vor dem Hintergrund des jetzigen Rückgangs. Und ich teile die Meinung hier auch von Carsten Mumm, dass der Logarithmus-Chart vielleicht aussagekräftiger sein sollte, weil er Emotionalität nimmt und Rationalität begründet. Nun ist ja so, das ist lang her und immer wieder angewandt, dass man gutes Geld schlechten Dingen nicht hinterherwirft. Ein Zuhörer schreibt hier gerade, warum soll ich etwas kaufen, wo kein volkswirtschaftlicher Wert dahinter steht. Und genau das ist die Wahrnehmung derer,
die das Thema digitalisierte Währungen, ich sage das mal so, obgleich eben der Bitcoin, wenn wir über den sprechen, keine Währung ist, aber hier einzugehen nochmal kurz auf diesen Zuhörer, der eben sagt, gutes Geld werfe ich nicht diesen schlechten Themen, diesen schlechten Dingen hinterher. Carsten, magst du ganz kurz nochmal was dazu sagen? Wir haben 10 Uhr, wir wollen so langsam auslaufen, also uns auch an die Zeit. Sehr gerne, also ich bringe das vielleicht ganz kurz nochmal auf einen in meinen Augen wesentlichen Punkt. Das ist richtig, Euro und US-Dollar sind gesetzliche Zahlungsmittel. Also wenn ich irgendwo eine Schuld habe, in der Eurozone und meinem Gläubiger gegenüber diese Schuld begleichen will, dann muss der Euro annehmen, es sei denn, das ist vertraglich irgendwie anders geregelt. Und das ist das ganz, ganz große Asset der Fiat-Money-Währung. Dazu gibt es noch Steuereinnahmen in Euro. Ich muss meine Steuern in Euro bezahlen auch. Das ist eigentlich das, was natürlich das eben Thema gesetzliches Zahlungsmittel ausmacht und was zweifellos Bitcoin nicht vorweisen kann als Wert. Ich glaube, der entscheidende Punkt hier ist eben das, was wir eben schon dargelegt haben, dass die Dezentralität an sich und das Fehlen einer zentralen Instanz, die eine maximale Inflationierung herbeiführen kann, das ist der Wert, der, wo man, wie gesagt, ein bisschen über seinen eigenen Denkschatten springen muss, das ist der Wert, dem ich dem Bitcoin zusprechen würde und dem zumindest viele Leute, die den Bitcoin als Store of Value kaufen, als genügend werthaltig ansehen. Ich möchte das auch arrangieren, Technologieträger. Ich sagte von mir auch, also dieses volkswirtschaftliche Unterbau, das Hoheitliche fehlt, aber es hat eine eigene Hoheitlichkeit durch die Dezentralität und durch seine Begrenztheit des Angebotes und durch die Technologieträgerschaft. Und das hat einen Wert in sich, wenn er von den Menschen akzeptiert wird. Und darauf ging ich ein. Also das hätte abgelehnt werden können von den Menschen, das brauche ich nicht. Aber was wir sehen, ist das Gegenteil dessen. Also wenn wir die Gesamtgeschichte auch unter Logarithmus betrachten und uns anschauen, ist das eben kein Misserfolg, sondern wir sehen, Zentralbanken nehmen sich des Themas an und der private Kryptomarkt, Anlagemarkt wird von diesem Hintergrund in meinen Augen Bestand haben, weil die Zentralbank-Kryptowährungen haben nochmal andere Charaktermerkmale als das, was der Privatsektor anbringt. Und da ist, vor dem Hintergrund mag das dann auch ein Stück weit Attraktivität sein. Das ist schon fast ein Schlusswort, aber ich möchte Ihnen beiden nochmal die Möglichkeit geben, Carsten, dir als erstes und Herrn Hellmeier als unseren Gast, wirklich das Schlusswort dann auch gerne übertragen. Und möchte ich bitten, Carsten, so ein ganz kurzes Resümee aus dem heutigen Call. Sehr gern, vielen Dank. Ich mache das ganz kurz. Volker Hellmeier, vielen, vielen Dank für diesen Austausch. Hat genau das gebracht, was ich mir erwartet habe. Wir haben bisher einfach immer mit Menschen gesprochen, die sehr, sehr stark in diesem Krypto-Thema drin sind, also die eben nicht diesen Hintergrund haben. Kaninchenbau sind. Ja, genau, sozusagen. Also die einfach nicht diesen Hintergrund haben, so wie ich das auch für mich einfach bezeichne, jahrzehntelang in der Old Financial Economy gearbeitet zu haben und sich mit diesem, konstruktiv aber mit diesem neuen Tool auseinanderzusetzen. Und das hat uns, glaube ich, hier sehr, sehr viel weitergebracht. Und da haben wir viele neue Aspekte diskutiert, die wir so vorher tatsächlich auch noch nicht hatten. Eben Weltwährungssystem, Stichwort Energiesicherheit, Regulierung, was geopolitische Entwicklung, E-Hören. Also insofern, mich persönlich hat es weitergebracht. Vielen Dank. Herr Hellmeier, Sie haben das Schlusswort in der Tat. Ich kann das nur so zurückgeben und ich freue mich, dass Sie mich nochmal gezwungen haben, mich nochmal viel intensiver damit auseinanderzusetzen. Und es war mir ich empfand es als eine Bereicherung für mich. Und ich bedanke mich herzlich dafür und lieben Gruß in die Gemeinde der Zuschauer und an Sie. Ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren und an unsere Zuschauer. Ja, auch Dank, dass Sie so lange jetzt dabei waren, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, Ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir hören uns im Zuge der Sommerferien erst im September wieder. Wir werden den nächsten Krypto-Talk erst am 23.09. haben. Auch wie immer, weil das Zeitfenster relativ lang ist, lassen wir den nächsten Gast offen, weil wir das möglichst auch an aktuelle Themen binden wollen. Wir drei, das darf ich hier sagen, aber auch unser Team, das dahinter steht, Pascal Nisee und die Marin Elfer, die uns so stark unterstützen, ohne die das auch hier auch nicht funktionieren würde. Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme, wünschen Ihnen wie immer ein gutes Händchen bei allem, was Sie treiben, verantwortlich für Ihre Kunden und ja, suchen Sie ein bisschen nach dem Weg in den Kaninchenbau, diejenigen, die noch nicht so weit vorgedrungen sind. Alles Gute Ihnen, eine gute Hand und auf Wiederhören.